Okay, sehr gut. Heidi, danke für die nette Intro. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Beziehungskiste oder sind Fenster menschlich? Oder vielleicht sogar menschlicher, als wir denken. Ich muss auch eingestehen, der Einwurf muss ich ganz kurz machen. Von daher hätte ich die Zeit jetzt nutzen sollen. Bei mir geht es gar nicht um Bauphysik. Bei mir geht es ums Einfachmachen. Und ich habe schon, wer das Internet angeschaut hat, so mit ein paar Sachen, der weiß im Prinzip, ein Fenster ohne Haus ist blöd. Im Umkehrschluss aber auch genauso, ein Haus ohne Fenster ist blöd. Also bleibt ja letztendlich nur die Frage übrig, wie bringe ich die zusammen? Und was passiert, wenn die zusammen sind? Na, also gucke ich mal, bevor ich so das über zusammengehe, muss ich, was ist denn eigentlich ein Fenster? Was ist ein Fenster? Ja klar, ein Fenster ist doch logisch. Das ist doch so ein Ding, wo du rausgucken kannst. Und dann höre ich aber sofort aus dem Hintergrund raus, sagt, nee, Fenster, Fenster. Fenster ist was anderes. Ja, okay, ich gucke mir es nochmal an. Und ganz ehrlich, als Mann weißt du sofort, was ein Fenster ist. Und wusste ich genau, Fenster sind immer sexy, konntest du rausgucken und schnittig, schön. Aber sofort kommt natürlich wieder der Einwurf, nein, Christoph, Fenster, Fenster. Und dann habe ich gedacht, na, geh mal in dich, guck dir das Thema nochmal ganz genau an. Und dann habe ich mir das ganz genau angeguckt und habe mich richtig reingekniet. Und Fenster ist auch meditativ. Ja. Und dann kommen wir sofort auf Fenster. Und dann bin ich halt endlich mal rausgegangen aus meinem Büro und habe mich so ein bisschen umgeschaut, bin ein bisschen auf die Reisen gegangen. Und ich habe gedacht, na, Fenster gibt schon verschiedene Arten. Wenn du weiterreist, siehst du immer wieder mehr, noch mehr verschiedene. Es gibt Variationen über Variationen. Gehst in Kirchen rein und denkst, wow, das ist ein tolles Fenster, super. Die haben aber irgendwo alle die gleichen Aufgaben, sind aber alle komplett verschieden. Gehst noch weiter und sagst, na, gehst du runter Richtung die Holzhäuser, runter ins Allgäu. Denkst, oh, auch schön. Aber ich will es mal noch woanders wissen. Also setze ich mich in den Zug rein und fahre los und gucke dann plötzlich im Zug auch, na? Aus dem Fenster raus und denke, was, das ist auch ein Fenster, aber wieder ganz anders. Und so geht es ja weiter. Du kommst hoch hinten in den Norden und denkst, was macht denn ihr für lustige Sachen? Ihr macht die Fenster nach außen auf. Ist ja auch ganz spannend. Na, also die Variationenbreiten sind sehr stark und sehr viele beim Fenster. Dann guckst du mal die modernen Bauten an und sagst, na, ist das noch Fenster? Ist das schon Fassade? Und wenn ja, soll da ein Unterschied sein? Keine Ahnung, müssen wir mal gucken, aber nicht heute Abend. Und dann guckst du noch mehr weiter durch und sagst, na, wow, super schöne Fensterfassade. Nein, Fassade und Fenster. Da haben wir plötzlich eine Mischung aus der Fassade und Fenstern mit drin. Und du denkst, wow, wie machen die das? Und dann guckst du wieder den normalen Alltag runter und dann denkst du, oh, was machen die da? Das sind also ziemliche Gegensätze so bei dem Ganzen, was passiert. Das ist immer wieder lustig, wenn du siehst, wie Leute was vorbereiten oder auch nicht. Vielleicht ein bisschen viel Material hingeben irgendwo, wo man vielleicht hätte anders anfangen können, zum Beispiel mit Abkleben von Fenstern oder so. Geht auch anders. Und so triffst du Details in Sanierung, wo du sagst, na, ich kann noch gar nicht wissen, ob das gut ist oder nicht, weil ich noch gar nicht auf die Verbindung runtersehe. Wo man überlegen kann, stimmt da der Bauablauf, wenn da bloß so ein komisches Band drin ist oder so, hätte ich drüber gehen. Jedenfalls, wenn du dir über das Fensterthema denkst, boah, das ist viel, 10 Minuten sind wenig und ganz schön vielschichtig. Also schrei ich, Hilfe, Hilfe, ich brauche Orientierungshilfe. Manche Leute schauen da so in so ganz alte Schriften rein und versuchen dann eine Orientierung zu finden und auf den Kern der Sache zu kommen. Manche schauen dann, ach, 2014er Ausgabe genügt mir, ich gucke mal bei denen rein, guck mal, was da so alles Lustiges drin passiert. Und wieder andere, habe ich auch schon gehört, soll es geben, die machen das noch ganz anders, die schauen sich nochmal andere Sachen an. Aber wenn du dann diese ganzen Fassaden auf die Seite tust und sagst, naja, um was geht's denn eigentlich? Um was geht's denn beim Fenster eigentlich? Lass die Fassade weg, lass die Farben weg, egal. Tu es mal alles weg, um was geht's denn? Um was geht's denn? Es geht um Beziehung. Also Fenster ist die absolute Beziehungskiste. Und wenn es so ganz am Anfang steht, so eine Beziehung, da ist doch alles super schön. Es ist ein richtiges Traumschloss. Richtig ganz, ganz toll. Und so genau denkt man nicht bloß von dieser Eheverbindung, sondern man denkt auch vom Fenster genauso. Denk, oh, das ist jetzt gerade frisch gestrichen, ist ganz neu, da ist noch gar keine Bewegung drauf. Die sind nur im 7. Himmel, auch das Fenster ist im 7. Himmel. Und das Einzige, was wir dann immer vergessen bei sowas, wenn wir nur auf die Fassade gucken, dann vergessen wir ganz gern, dass wir alt werden
Und so eine Verbindung wird auch alt. Wir haben noch dieses Denken, ja, ich bin doch noch jung. Bist du aber gar nicht. Das altert alles vor sich hin. Vor 10 Jahren, na, er hätte mich nicht gekannt, aber ist ja egal. Na, und dann kommst du da so hin und sagst, in den Fenster und der Beziehung im Haus geht es genauso. Das Ziel ist gemeinsames Altwerden. Das ist die Top-Beziehungskiste. Es klappt nicht immer, dass man gemeinsam altert. Manche gehen dann halt früher. Manchmal klappt es gleichzeitig. Aber letztendlich, bis wir dann mal da hinten dran sind, da müssen wir ganz schön viel aushalten. Na, da müssen wir, ja, ich sehe es vereinzelt, da müssen wir Gewicht aushalten. Und das Fenster sagt, aber den anderen, den hast du ganz schön angeguckt. Da kommt ganz schön Temperatur und Wallung plötzlich noch. Na, beim Fenster genauso, da ist Bewegung drin, da gibt es Winter und Sommer. Und es wechselt alles. Und natürlich, ihr Männer wisst es, wenn eine Frau weint. Das ist ganz schlimm. Und wenn an ein Fenster so ein Regen rankommt und sowas, das muss auch abgewiesen werden. Ne? Also von da passt schon alles. Und dann natürlich, auch nicht vergessen, ne? Sturm. Gibt es in jeder Beziehung. Beim Haus baut es tierisch Druck auf oder so, wir haben es vorher schon gehört. Und bei Beziehungen, ne, da kracht es dann so, stürmt richtig und da muss auf Dauer dicht bleiben. Jetzt wissen wir aber, wir altern und im Alter kriegt man so ein bisschen Falten, man verändert sich leicht. Gibt so kleine Abrisse, man sagt, eine Haarfuge entsteht. Und das sind alles so Eindringpunkte von unseren Gefährdern, die da eindringen. Beim Holzbau ist es, oder grundsätzlich beim Bau ist meistens die Feuchtigkeit, mit der ich kämpfe. Und dann tut sich sowas auf. Und vielleicht habe ich auch beim Anschließen nicht ganz auf mein Profil von meinem Gegenüber aufgepasst und folgt dem nicht ganz. Vielleicht in der Beziehungskiste habe ich auch nicht überlegt, Menschenskind, über was haben wir noch gar nicht ganz gesprochen? Wo sind wir denn noch gar nicht ganz dicht und beieinander gekommen? Im Fenster genau das Gleiche. So, und wenn ich weiß, es verändert sich, dann träume ich erstmal alles, was da so oberflächlich da ist, räume ich erstmal auf die Seite weg und sage, wie sieht es denn drunter aus? Stimmen die inneren Werte oder stimmen sie nicht? Gucke ich mir an, beim Fenster mache ich das genauso, was ist denn da drunter? Und dann sage ich mir, ganz, ganz drunter, nix. Da ist eine Fuge, weil da habe ich mein Gebäude, da habe ich mein Fenster und dazwischen drin ist nichts. Weil wenn nichts dazwischen wäre oder wenn was dazwischen wäre, dann würde es hier erstmal gar nicht reingehen. Also interessiert mich eine stringende Fuge? Gar nicht. Das, was mich eigentlich interessiert beim Fenster, ist der Anschluss. Und wer schon mal öffentliche Verkehrsmittel benutzt hat, der weiß, wie schwierig ein Anschluss ist. Und wie blöd es ist, wenn man den verpasst oder wenn es nicht richtig klappt. Das ist richtig blöd. Und beim Fenster geht es genauso. Das ist mein innerer Wert, den ich mitbringe, den ich aufbauen muss. Weil das ist die Verbindung vom einen zum anderen. Und dann ist wieder wie in Beziehungskisten bei uns Menschen. Ich muss mir mal das Profil gegenüber anschauen. Das muss passen. Ich muss mein Profil, mit dem ich jetzt umgehen lerne, muss ich genau kennen, muss sehen, welche Ebenen sind wo und muss da schön mitgehen. Ich weiß, nee, hier vorne sitzt jetzt, nee, du hast keine so richtige, du hast mehr so wie ich. Es gibt Kanten. Ja? Und ich sage, denen musst du folgen, musst dich anschmiegen an die Kante. Und dann ganz schwierig wird es immer, und das ist beim Fenster und bei uns Menschen auch so, ganz schwierig wird es, wenn du plötzlich die Richtung ändern musst. Du kommst so aus deiner Kante raus und soll ich plötzlich da rum. Und was gibt's da? Ganz klar, da gibt es Spannung. Und Ecken muss ich immer, bei Eden muss ich mit völliger Entspannung genießen können. Die Ecken und Kanten von meinem Partner, da mache ich völlige Entspannung dabei. Und dann ist es gut und dann ist es dicht. Und wenn ich dann weiß, ich muss da sicher um die Ecke drum herum gehen, dann gibt es immer wieder Verwirrungen. Und die Verwirrungen sind ja eigentlich so, da gibt es dann, nein, da bin ich jetzt schon drüber hinaus. Da muss man ganz entspannt und dran bleiben um der Ecke rum und dann ist das alles dicht. Aber es gibt ja Leute, die verstehen das mit um die Ecke bringen eigentlich ganz anders. Die sind zwar völlig entspannt, total entspannt sind die, aber die bringen eher auseinander und die bringen nicht so zusammen, also bringen nichts. Beim Dichtsein haben wir genauso immer wieder Verwechslungen drin. Dichtsein ist so manchmal so das Ding, boah, ist vielleicht mal so. Aber wir reden ja nicht über das Feuchtigkeit reinbringen, wir reden ja über das Feuchtigkeit draußen lassen. Ne, über das reden wir ja. Und dafür, für dieses ganze Fensterzeug, da gehen wir ja ganz gerne dann mal nach Rosenheim runter. Die Rosenheimer, die können beides. Die können tierisch gut feiern, die haben ein super Volksfest, die können aber auch tierisch gut prüfen. Und bei unseren Anschlüssen, Verbindungen, sage ich auch immer, drum prüfet, wer sich ewig bindet.
Ne? Und dann prüfen wir in Rosenheim, stellen da irgend so ein Ding da rein, machen die Folie ran, die muss das jetzt alles aushalten, die ganze Bewegung, Temperatur und Rüttelei und was weiß ich noch alles, muss das alles aushalten. Und letztendlich, da drückt dann alles drauf, das Wasser läuft runter, keine Träne kommt mehr rein. Und die Ecken, da wo es kritisch wird, da wo ich meine Richtung ändere, die müssen dicht bleiben und dann ist okay. Und da komme ich jetzt einfach wieder auf unseren Anfang zurück. Es gibt beim Fenster tierisch viel Vielfalt. Ja? Irre viel Variation. Aber es bleibt dabei. Ein Haus ohne Fenster ist echt doof. Ein Haus mit einem Fenster drin, das ist eine absolute Beziehungskiste. Und wenn die Beziehungskiste, so wie bei uns auch, so bis zu Ende laufen soll, dann, Damen und Herren, dann gibt es eigentlich nur drei Sachen, die ich euch heute Abend mitgeben möchte. Nur drei Stück. Ganz einfach zu merken. Haltet alles in der Waage, dann klappt es schon. Guckt euch das vor an, wägt ab, wägt aus. Und dann heißt es auch, gemeinsam gegen das, was von außen geht. Alleine bringt es nichts, gemeinsam machen. Und dann, ich muss sagen, es klappt, wenn die inneren Werte stimmen. Dankeschön.